Wir sind gerade auf einer Hütte und so war Jukas erste Nacht. Zuerst hat sie im Zimmer mal jede Ecke abgeschnuppert, um zu sehen, wo wir eigentlich sind. Die Dachschrägen haben Juka etwas verwirrt, denn sie ist mehrmals dagegen gelaufen. Dann hat sie die Matratzen getestet, um zu sehen, ob man darauf wohl schlafen kann und ob diese weich genug sind. Die Betten waren da wohl nicht zu ihres, denn sie hat sich dann einfach auf ihr mitgebrachtes Bett gelegt. Dieses habe ich extra mitgenommen, dass sie in der fremden Umgebung einen Untergrund hat, den sie kennt und der nach zu Hause riecht.